Wow, schaut mal, wie Mareike Schneider mit dem ganzen Trubel umgeht. Vor nur 5 Wochen wurde sie zum ersten Mal Mama, aber das hält sie nicht davon ab, ihren After-Baby-Body stolz zu präsentieren. Als ehemalige, The Biggest Loser-Trainerin hat Mareike es sich zur Gewohnheit gemacht, auch während der Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Doch nicht alle ihre Follower sind begeistert, sie hat sogar fiesen Harte abbekommen. In unserem heutigen Video erfahrt ihr, wie Mareike mit all der Kritik umgeht. Ich habe nicht bedacht, dass sich einige getriggert fühlen könnten, weil ich immer betone, dass man sich nicht vergleichen sollte. Aber das ist wohl leichter gesagt als getan, gesteht die Influencerin im Gespräch mit Pommeflash. Trotzdem nimmt sie die Meinungen ihrer Community ernst. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nichts mit mir macht. Ich lese jede Nachricht und jeden Kommentar. Mareike ist sich jedoch bewusst, dass es unmöglich ist, es jedem recht zu machen. Als Fitness-, Ernährungs- und Lifestyle-Coach werde ich meinen Körper jetzt nicht verstecken. Das habe ich vorher auch nicht getan, betont die frischgebackene Mama. Die Schwangerschaft hat natürlich ihre Spuren hinterlassen, aber Mareike nimmt sie liebevoll an. Der weibliche Körper ist einfach ein Wunderwerk, schließt sie mit einem Lächeln. Seid gespannt auf Mareikes inspirierende Worte und erfahrt, wie sie sich von negativem Feedback nicht unterkriegen lässt. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf ihre Reise werfen, abonniert den Kanal, um keine Updates zu verpassen.